Der Ford EcoSport ist zum Modelljahr 2016 mit einem kleinen Facelift aufgetreten. Der Crossover von Ford, der in Europa nur mit Frontantrieb auftritt, trägt sein Reserverad nur noch optional an der Hecktüre zur Schau. Mir gefällt diese Version optisch besser. Ich bin den einzigen Diesel zur Probe gefahren. Hierbei handelt es sich um ein 1,5 Liter Vierzylinder-Aggregat mit mittlerweile 95 PS, der mir schon in anderen Modellen als sehr sparsam aufgefallen ist. Auch im EcoSport konnte ich mühelos Verbrauchswerte, wohlgemerkt nach Tankmengen, erreichen, die unter 5 Liter auf 100 Kilometer lagen. Mit dieser Motorleistung ist der EcoSport also weniger Sportler, dafür aber mehr Eco.